Die ukrainischen Streitkräfte haben ein weiteres Tor, M2 Bodenluftraketensystem zerstört. Nach Angaben von Oryx hat die russische Armee seit dem 24. Februar fast 2 Dutzend solcher Systeme verloren. In unserem Fall wurde das russische Bodenluftraketensystem von einer ukrainischen Lilika-100 Drohne gejagt. Die Aufklärungsdrohne wurde von Desexro entwickelt. Tor M2 wurde von den Kräften der 128. separaten Gebirgsjägerbrigade der Zakarpattia-Brigade der Streitkräfte der Ukraine zerstört. Der Selbstfahrlafettenwerfer wurde in der Region Saporischschja zerstört. Mit welcher Waffe das Ziel getroffen wurde, ist noch nicht bekannt. Es ist möglich, dass es sich um ein HIMARS-Artilleriesystem handelte. Übrigens kostet die Tor M2 25 Millionen Dollar und das GMLRS-Projektil etwa 200.000 Dollar. Die Drohne Lilika 100 wird seit dem Frühjahr 2021 von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt. Die Drohne kann Aufklärungsflüge aus einer Höhe von bis zu 1,5 Kilometer durchführen und hat eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer. Lilika 100 ist in der Lage, zum Ausgangspunkt zurückzukehren, wenn die Kommunikation durch feindliche Mittel der elektronischen Kriegsführung unterbrochen wird.